Ein herzliches Hallo aus dem schönen Fichtal. Ich habe eine Flügemission angenommen. Ich habe mich gerade gefragt, was ist das? Aber das ist das Saatgut, das habe ich aus Versehen umgekippt. Und weil es sich gerade gut ergeben hat, noch eine Düngermission. Hier haben wir auch eine Kalkmission, aber uns fehlt ja im Moment noch der Kalkstreuer. Ich habe ja extra gesagt, da will ich jetzt mal besonders drauf achten, wenn die Missionen da sind und wenn sie wieder weg sind, wie es ist. Gucken wir uns das gerade mal an. Feld 70 haben wir hier. Bodenbeschaffenheit, Kalk benötigt. Das heißt, das behalten wir jetzt mal weiter im Auge, wenn der Auftrag weg ist, ob das dann hier gekalkt wurde. So, wir wollen zu Feld 59. Das ist auch hier in der Nähe. Da haben wir's. Dort soll gedüngt werden. Das geht relativ schnell. Und danach hier hoch zu 122 zum Pflügen. Ich denke, da werden wir anfangen zu pflügen. Und ich mach's dann offscreen fertig. Ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich noch mal wieder einen neuen Sack Dünger kaufen. Kein Bock, da jetzt hinzufahren und dann knapp nicht zu schaffen und dann wieder zurückzufahren und dann wieder hin. Ich muss noch mal kurz gucken hier. Das bringt 3000. Der kostet 45.000. Der hier kann nur Dünger, der kann auch Kalk. Dann so einbauen. 45.000. Das heißt, wir müssten 15 Kalkaufträge machen, die gleich gut bezahlt werden. Gucken wir kurz hier noch rein, was sich ergibt. Hier ist einer rausgefallen. Ich weiß jetzt nicht welcher. Irgendeiner. Das war vorher einer mehr. Also ein Sonderangebot fehlt. Feld 70. Hier war es. Relativ großes, aber stellen wir uns mal vor. 65 wäre ja auch noch ein Auftrag, dann wären das ja schon mal. Ah. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, das sind ja nicht 3000, die wir kriegen. Wir müssen ja auch noch Kalk kaufen. Also lassen wir uns da lieber nicht von der Kohle blenden, sondern gucken, dass wir tapfer Geld verdienen. Der Mähdrescher ist, denke ich, die wichtigere Mission eigentlich. Ich hatte einen Kommentar zum Thema Schlaglöcher auf der Karte. Dort hat mir ein netter Mensch empfohlen, die Fichtal V2 hätte wohl weniger Schlaglöcher oder nicht so extreme Schlaglöcher. Ich habe jetzt aber längst gerade mal geguckt. Ich finde im Mod-Hub leider nur die Fichtal. Aber ich werde weiter die Augen aufhalten und mal gucken, ob ich die V2 finde und dann mal teste, wie sich das da mit den Schlaglöchern verhält. Und wenn das jetzt nicht, sage ich mal, landschaftlich jetzt ein totaler Unterschied ist, würde ich mal gucken, ob man die vielleicht hier unauffällig wechselt. Tun einfach so, als wären wir schon immer da gewesen. Apropos da gewesen, wo wollen wir denn hin? Hier, das ist noch ein Stück. Aber da muss ich, wie gesagt, einfach mal die Augen aufhalten.
wie ich an die komme. Also da müsst ihr mir auch ein bisschen verzeihen. Ich lade nicht unbedingt jetzt an jeder Stelle im Internet alles Mögliche runter. Das muss schon ein bisschen vertrauensvoll sein. Und dann muss ich das natürlich auch noch prüfen, wie die Karte sich verhält. So, hier müssen wir. Das Control Y, zack. Da sind wir wieder am Start. So, hat das schon gereicht? Nee, hat nicht gereicht. Also komm schon, Leute. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Da fahren wir jetzt noch einen Meter vor. Jetzt gereicht, jetzt hat's gereicht. Da muss ich aber auch sagen, das ist schon eine echte Anforderung hier, wenn man mal überlegt, bei den Flügemissionen, da habe ich teilweise den halben Acker übrig lassen dürfen. Und hier wird wirklich bis auf den letzten Quadratzentimeter abverlangt. Bei den Erntemissionen ist es leider so, dass es Kartoffeln, Kartoffeln und nochmals Kartoffeln sind. Da können wir jetzt leider erstmal nichts holen. Ich glaube, bis ich so weit bin, dass ich Kartoffelerntetechnik habe, das geht noch eine ganze Weile. So, wie wir jetzt schön sehen am Alter Schwede. Am Düngerstreuerinhalt, wir wären natürlich doch mit dem Dünger ausgekommen, den wir schon hatten. Sind jetzt geldmäßig ein bisschen zurückgefallen. Jetzt sind wir unter 30.000, obwohl wir schon abgeschlossen haben. Aber dafür haben wir jetzt eine ordentliche Düngerreserve. Wenn wir noch zwei Aufträge machen, dann ist die Kohle wieder da. Das wird nicht schlecht. Das ist eine Investition in die Zukunft. Da oben die Burg drauf. Mal kurz was ganz anderes gucken. Für den kriegen wir ungefähr 7.000. Das bringt uns jetzt nicht total vorwärts, wenn es dann auf den Endspurt geht.
schnell die Strecke klären. So, jetzt hier führt die Straße hoch. Und dann wieder hier rein. Okay, so machen wir's. Aber das hier zum Beispiel, das mag ich an dieser Karte so gerne. Hier dieser Weg hoch, links und rechts Wald. Hier bei mir in der Gegend, da gibt es auch so ein paar Straßen, die so durch die Landschaft führen. Da sieht das fast so ähnlich aus. Ist allerdings dann nicht so eine kleine Straße, das ist dann schon richtig mit Mittelstreifen, so wie sich das gehört. So. Aber das hat was. Gefällt mir gut. Zum Beispiel das Vergleich so mit Stone Valley zum Beispiel, die ich theoretisch auch sehr gerne spiele, weil es so diese richtig geilen, riesigen amerikanischen Felder hat, aber da fährt man die Straße längs, die ist ewig schnurgerade, das ist alles so ein bisschen arg steril irgendwie, obwohl man das wahrscheinlich auch nicht besser hinkriegt, weil das in Amerika möglicherweise tatsächlich so ist. Aber das hier, das hat irgendwie was. Wenn nur die Schlaglöcher nicht so extrem wären. Euch das an. Jetzt sind wir hier bei Paris-Dakar. Oh, wir sind ja schon, das ist ja schon 122 hier. So ist das eben. Reden und arbeiten gleichzeitig. Dann behaupte ich einfach, ich wollte hier runterfahren, um so ein kleines bisschen Vorgewende als erstes mal zu machen. Das, genau das werde ich behaupten. Lügen wir hier eigentlich unter? Sorghumhirse.
An der Seite sollten wir vielleicht noch zwei Bahnen mehr machen, hä? Könnte sonst hier ein bisschen arg knapp werden. Glaube, ja, da machen wir noch zwei. Einmal hin, einmal zurück. Aber hier Qualitätsflügen, hä? Scheiße, eine ganze Reihe ausgelassen. Das muss ich dann bei den Hauptbahnen einfach mitmachen. So, muss ich mir bei den Bahnen einfach mehr Mühe geben. Dann merkt das am Ende niemand. Wir haben schon wieder fast 20 Minuten rum. Ich denke, das ist eine gute Folgenlänge. Wir haben einmal fertig gedüngt. Hier ein schön großes Feld zum Pflügen angefangen. Das dürfte auch recht angenehm fertig zu machen zu sein, weil es schön lange Bahnen hat. Sehr quadratisch, also quadratisch nicht, aber rechteckiges Feld. Nicht groß. Mit Kurven oder sonst irgendwelchen Spezialitäten. Bringt auch schön einen Batzen Geld. 4.500, wenn ich das richtig im Kopf habe, so circa. Das bringt uns wieder ein ganzes Stück näher an den neuen Mähdrescher. Dann werde ich euch mit diesen Bildern aus der Folge entlassen. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.